Ihnen guten Morgen. Ich meine, ich gesehen ein bisschen wie nochmal aus wie die letzte ist. Gesichtsmäßig, ne? Das Sonntagmorgen, wir haben geschlafen bis halb neun. Das hat so fucking gut gedauert. Mal nicht denken, um sechs aufzustehen. Und dann hat sich ein bisschen nur Nähe gemacht. Hat sich auch gedauert. Und dann gehen wir einen guten Kaffee sichern. Einen guten Latte. Und einen guten geringen Jus. Das sind diese Sachen, die ich vermisse tun. So ein Latte. Ein Green. Also mal nicht so die extravaganten Sachen. Gestern ist einfach Kies, weil ich... Voilà, nur das Show ist einfach ultra geil zu essen. Voilà. Also wir sehen uns dann so den ganzen Tag. Ich weiß nicht, ich wie was will. Und dann, voilà, wäre das mein Daily Vloggen für... ich zu weisen, wie das so aus Pre-Competition und nur der Competition. Aber auf jeden Fall, wir haben mein dann einmal gedrückt gehabt, weil dann zwei Wochen steht der nächste Wettkampf. 400 dir und du willst wirklich noch besser kommen, weil du willst wirklich Top 5 machen. Also du gehst keinen anderen Ausweg. Voilà, mehr gesehen als dann Herr No. All die Vlogge kommen ein bisschen spät drauf, aber das ist ja nicht schlimm. Die sehen sich aber trotzdem. Und ich sage nicht alle gute Lust und vielmals merci für den ganzen Support, für all die Messagen, für all die Keep Your Head Up, für all die verstehst du mich, Messagen. Es bedeutet mir wirklich viel, zumal es von statt von Familie kriegen und von Leuten kriegen, die mich von früher kennen. Also es bedeutet mir natürlich verschiedene Ränge mega viel mehr. Es bedeutet mir extrem viel von Leuten, die mich von früher kennen, wie ich war und wie ich los bin. Und voilà, ich sage euch all wirklich vielmals merci. Das ist unbelievable, wie viele Leute ich da touchieren. Und ja, ich bin froh, dass er stolz auf mich steht. Bis ja noch. Ich komme neu um den Eck. Christian ist schon rum im Gang. Und hier behauptet ihr wie ein Fettschwein. Und dafür geht ihr nur laufen und Klimmzug machen. Ja. Und ich mache auch Klimmzug. Guck. Klimmzug an den Mund. Also ganz ehrlich gesagt, die Doten da sind ultra krass süß. Die sind absolut nicht gern. Den Toni auch nicht. Nur gereizt. Das ist wirklich mega krass, wie ich salzig als Seis die sind. Und hier nicht, aber anscheinend mega geil. Also, enjoy. Ich sehe schon hier, da. ja, das mittlerweile, wie viel aber? 20 Bank. 20 Bank. Und schon absolut nicht gefilmt. Wir waren mal einen Juice trinken. Ich wusste nicht, ob ich so einen Juice wollen oder ob ich einen Kaffee wollen. Dann tue ich mal einmal einen Kaffee bestellt und einmal einen Juice. wir setzen ja schon einfach Fotos hin, immer, was wir gestern. Und dann sind wir ein bisschen drüber gegangen, auf Pier. Und dann sind wir an Feuerhaus Frühstück gegangen. Sorry, schon alle drum nicht gefilmt. Alle schönen ein Eiweiß-Omelettes mit einem quasi ganzen Buckwheat-Pancake. Das war mega gut. Und ja, da sind wir hier auf der Abokini. Und wir trippeln ein bisschen, wir weisen den Toni ein bisschen, die Abokini, die schönen Geschäfte, den A1. Ja, also, wir genießen den Tag, das wunderschöne Wetter. Toni, was sagst du zum Frühstück? So delicious. Sensationell. Ja, sensationell. Unfassbar
anscheinend die besten Eiscreme-Glas, die überhaupt zu LA gibt. Ich bin gespannt, wir waren schon mega oft zu LA, wir haben noch nie High Bonnen, weil ich immer auf die Diät war in China, komme ich hier zu sehen. Ja, Dylan, ist ein Glas, gell? Noch von an Ekstase. Da wird gesampelt. Also, that's the shit. Best of those ever. So, wir sind hier, waren ein kurz heim, weil wir haben am R1 auch noch Kuchen geholt. Also ich bin zweimal dran gewachsen. Und dann haben wir Sushi geholt, da habe ich zwei Stück. Aber ich habe eben zwar noch zwei Riegeln und ein paar Chips. Und dann sind wir noch wie viel hier auf der Pier, ein bisschen verdauen, ein bisschen trippeln. Und Toni ist daheim geblieben, Hanna. Es sind Millionen Leute hier. Und das geht gut warm. Ja. Dann gehen wir ein bisschen strollen, dann bringen wir ein Auto zurück. Und dann noch ein paar Essen, bevor es mal in der Serie losgeht. Ja, ja. All the things come to an end. Also, Nighttime, Bedtime Food, ein gutes Zopfenschmack am R1 und ein gutes Salat. Wir haben noch nach Guacamole, English Muffins, hat das Sushi, hier noch eine keine Ahnung, was du fühlst. Christian hat Pullings, Japanese mit Tequila, Broccoli, dann hat schon ein ganz tolles Schild geworden. Ja, guten Appetit! Kommst du auch jetzt? Bist du angekommen? Hey, guten! Das machst du Naticos.